Hallo und willkommen zur nächsten Mission, der sechsten Mission von Flucht von der Vipern-Insel aus der neuen Definitive Edition Kampagne, die Juwel-Kampagne. Die Straße nach Norden heißt die, okay. Ja, letztes Mal haben wir ja mit Kommandoübernahme die längste Mission, glaube ich, von beiden Kampagnen hier gespielt. Über anderthalb Stunden. Klar, man hätte jetzt natürlich auf Geschwindigkeit plus stellen können. Ja, gut. Aber das mache ich irgendwie meistens nur dann, wenn einfach Schwertkämpfer oder irgendwelche lahmen Einheiten lange, lange Wege gehen müssen, so wie wir es hier in zwei, drei Missionen bisher mal hatten in den beiden Kampagnen. Ja, oder natürlich auf langsamer Stellen, gerade am Anfang eines Spiels oder so. Ja, okay, dann bin ich mal gespannt, was wir da machen müssen. Mal gucken. Wir hatten die gefangenen Truppen der Vipern-Insel befreit. Mhm. Nun war es Zeit, dieses verfluchte Eiland zu verlassen und die Suche nach dem Juwel wieder aufzunehmen. Uns erreichte die Nachricht, dass Sir Longorm uns Schiffe schickte, die wir in einem kleinen Fischerhafen weiter die Küste hinauf warten sollten. Um dorthin zu gelangen, mussten wir jedoch erst ein gewaltiges Vorüberwinden, das die Straße nach Norden bewachte. Mhm. Ganz schön interessant, wie viele krasse Forts, Burgen und alles auf so einer kleinen Insel sind. Also ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber na gut. Okay. Schütze Einheiten mit tragbaren Schilden. Ah, dass das mal wichtig wird. Okay, auch mal interessant. Da haben sie wieder eine Variation reingebracht, auf jeden Fall. Du musst nicht alle feindlichen Einheiten töten. Gut. Dringe mit deinen Pikenieren zum Bergfried vor, um zu siegen. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Ja. Okay. Genau. Ah, was mache ich denn hier? Ich vergesse immer einfach nur, hier wieder auf Aufgaben zu klicken. Ja, erreiche den Bergfried. Die Aufgabe habe ich nämlich gerade noch gar nicht angeguckt. Okay. Okay, wir haben also wieder so eine Flaggenmission. Ich mag die eigentlich halbwegs gerne. Jetzt mal mit Katapulten und Schilden und so weiter. Das ist auch mal interessant. Okay, da haben sie nochmal eine gewisse Eure Variation Befehle? Reingebracht. Rücken aus! Achtung! Okay, Gruppe 1, Gruppe 2. Marsch! Ihr könnt auf uns zählen. Gruppe 3. Bin zur Stelle. 4. Verzeihung, Sire. Vorwärts, Pikeniere. Katapult bereit, my lord. Gruppe 5. Schild bereit, eure Lordschaft. Sturmbock bereit, 6, Gruppe 7. Wir haben die... Achso, haben die Ballisten oder so? Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Nee, anscheinend nicht. Dies und Speicher. Okay, also das wird jetzt, glaube ich, nicht so extrem lange dauern. Ihr seht natürlich an der Stelle schon, wie lange ich hier gebraucht habe. Keine Ahnung, wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so am Ende. Wenn ich ganz lange rumprokel, vielleicht eine Dreiviertel. Wenn ich richtig schnell bin, kürzer als eine halbe Stunde. Okay, aber, ne, ich muss beachten, ich bin jetzt hier nicht bei Stronghold 2, also... Katapult bereit, my lord. Wir haben nicht unendlich viele Steine. Klar, wenn man immer daneben schießt, kann man auch nochmal neu laden. Aber die haben keine Ballisten. Keine... Die haben auch kein Feuer. Wow. Ja, und was mir auch noch jetzt vom Sound her aufgefallen ist, immer wenn hier irgendwie Kampfmusik mit Kampfzeug und so ist, dann ist es vom Ton her irgendwie mal ein bisschen blöd. Ich guck mal kurz. Ja, eventuell bin ich jetzt ein bisschen lauter als das Spiel. Ich teste das jetzt einfach mal. Okay. Gut. Also lauter als die Kampfmusik und so weiter. Okay. Und los! Ich dachte gerade, dieser kleine Strandabschnitt hier, dass man da irgendwie hochkommt dann. Nee, okay. Hier ist auf jeden Fall alles so gemacht, dass wir hier durchs Torhaus und durch das andere Torhaus durch müssen.
Ja. Sturmbock bereit, my lord. Sire, wohin gehen wir? Ist jetzt halt die Frage. Sturmbock bereit, my lord. Das erste Ding könnte man natürlich kaputt machen mit Katapulten. Sturmbock dann fürs zweite Tor. Also ich weiß, diese kleinen Tore, die es dauert gar nicht so lange, die kaputt zu machen. Ein unmögliches Streit. Katapult wird bewegt. Geld haben wir nicht. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Gut, also. Wiesen und Speicher. Katapult bereit, my lord. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir dieses Tor hier kaputt kriegen. Okay, da schießen schon welche. Ja gut, notfalls laden wir nochmal neu. Ah, die können immer noch auf die Katapulte schießen, okay. Aber wir haben das Ding ja auch gleich Schrott, also. Okay. Erstmal abhauen. Schild wird neu positioniert. Okay. Schild wird neu positioniert. Das hat doch schon mal super geklappt. Ich meine, man könnte natürlich jetzt von hier unten, vielleicht auch hier hinter diesem Felsen hier, könnte man natürlich versuchen, einfach das andere Ding auch noch zu zerstören. Ich meine, wir haben es ja. Allerdings, wir haben natürlich jetzt nur noch richtig wenig Schilde. Deine, meine ich. Ja. Sollen mal die Schilde zuerst angreifen. Okay. Ja, okay. Aber wir treffen immerhin. Ich meine, sobald die keine Steine mehr haben, ist ja egal. Die haben ja kein Gold, um neue Sachen zu bauen. Na, immerhin, das Tor ist ungefähr halb Schrott. Okay. Dann ist jetzt auch egal. Wir benötigen Steine. Können sie gern kaputt hauen. Wir machen jetzt nochmal hier Kampagne 2. Moment mal. Was? Die greifen hier unsere normalen Leute an? Mein Bogen ist euer. Schild bereit, eure Lordschaft. Okay, die können jetzt, glaube ich, auch fast schon zusammen was machen. Gut, also das ist, glaube ich, schon so gewollt, dass man das erste Tor relativ leicht platt macht, wenn man nicht ganz doof ist. Das zweite vielleicht ein bisschen beschädigt. Ich meine, unsere Schützen könnten wir natürlich dann hier auf die Türme packen und dann auf die andere Seite schießen. Das wäre ja perfekt. Ich glaube, wenn man das Tor einnimmt, dann kommt man doch auch durch. Also das ist doch eigentlich auch kein Problem. Hier gibt es keine Leiter, schade. Aber sie haben halt auch ganz bisschen Armbrustschützen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle, mein Herr. Schild bereit, eure Lordschaft. Das ist jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Okay. Schild wird neu positioniert. Versuchen mal mit Schild den wird neu positioniert. Eure Befehle? Mit Schilden ein bisschen was zu machen. Das soll man ja hier auch. Achtung, bin zur Stelle. Schild bereit, ja. Eure Lordschaft. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Schild bereit, eure Lordschaft. Und los. Okay. Vorwärts.
Mal gucken, ob wir hier irgendwie halbwegs was ausrichten. Eieiei, von da oben schießen die jetzt auch noch. Von da hinten. Okay, wir hätten vielleicht in der Zeit schon Leute nach vorne schicken sollen, ne? Mein Bogen ist euer, mein Herr. Im Laufschritt. Kurzer Prozess. Ja, immerhin, die Schilde bringen so ein bisschen was. Ja, der Armbrustschütze ist fast besiegt. Na, die Typen da hinten, die nerven mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Okay, sehr gut. Perfekt. Ja, ich finde halt die Schilde immer so ein bisschen unhandlich. Waffen geschultert, eure Lordschaft. Und marsch, bin zur Stelle. Pfeile bereit. Ach, da hinten ist ja noch einer. Na gut. Aber immerhin, der Turm da oben schießt jetzt nicht mehr. Das ist schon mal sehr gut. Schild bereit, eure Lordschaft. Ja. Bogenschützen bereit. Ist euer. Rücken aus. Okay. Also ich glaube, die Schilde haben wir schon mal halbwegs gut verwendet. Ach, jetzt treffen wieder alle nicht. Und es schießen auch noch nicht mal alle. Sind auf dem Weg. Visiere an. Schild bereit. Mein Gott, was machen die hier? Wow. Die treffen den ja überhaupt nicht. Ach du Scheiße. Okay. Und los. Sie sind eure Befehle. Ladungsprozess. Nennt euren Wunsch. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken Waffen aus. Geschultert. Okay, aber... Vorwärts. Bereit, eure Lordschaft. Sie kommen hier mit ihren Leuten schon raus. Das ist bereit, natürlich gut. In Ordnung. Schild bereit, eure Lordschaft. Bereit, zur Stelle, eure Lordschaft. Oh, diese Schützen da oben. Das geht mir voll auf den Sack. Ja, bitte. Okay, mach mal kurz speichern unter 3. Und speichern. Ihr könnt auf uns zählen. Sturmbock bereit, Problem. Wohin gehen wir? Unerreichbar, Sire. Unerreichbar, Sire. Ja, ich hoffe, dass wir das ganz gut überleben hier. In Bewegung. Eure Lordschaft. Auf dem Weg. Sehr wohl, mein Herr. Nein, ihr sollt angreifen, Leute. Zu Diensten. Okay, ich speichere mal unter. Also, ja, 4 habe ich gar nicht. Okay. Und speichern. Okay, also zusammen mit dem Sturmbock sollte es funktionieren. Ich meine, die Pikeniere, die halten ja einiges aus. Okay, perfekt. Die sollen da mal ein bisschen ablenken. Okay, sehr schön. Die lenken die ganzen Leute da ab. Ich klicke mich jetzt hier einfach durch. Die haben ja auch gesagt, die Pikeniere sind der Schlüssel zum Sieg. Was, jetzt schon? Okay, wir haben's. Okay. Perfekt. Thank you.
Na, wie lange habe ich gebraucht? Ah, 15 Minuten nur. Okay. Sehr schön. Das war wirklich nach dieser sehr langen Mission, der letzten Mission, wirklich eine Wohltat. Ja, okay. Und mit den Schilden musste man ein bisschen rumfrickeln. Na gut, haben sie eine nette Variation mal wieder gemacht. Okay. Na dann. Würde ich sagen, nächste Woche auf zur letzten Mission. Ich mache die Aufnahme eben jetzt schon. Wobei, ist ja sowieso egal. Es ist ja bei mir jetzt hier erst Mitte, Ende September 2023. Bei euch ist es ja schon viele, 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 viele Monate später. Genau, aber auf jeden Fall mache ich die jetzt heute noch. Dann habe ich das alles abgeschlossen. Okay, Truppen verloren 76%. Naja, gut. Gut, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Bis denn.